Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 Video. Und wir schauen uns heute gemeinsam eine richtig coole neue Mod an für das Spiel, welche dieses Urzeitlebewesen in das Spiel bringt, nämlich den Megalodon. Den haben sich ja viele schon für das Spiel so gewünscht, dass er so mit drin ist im Spiel. Haben wir leider nicht bekommen, aber die Modding-Szene ist wirklich schnell und hat ihn dann ins Spiel gebracht. Und der sieht auch vom Model wirklich mega gut aus. Die Zähne, das Gebiss ist richtig cool. Die Kiemen sind mega. Und auch die Bewegungen sehen echt cool aus. Ich komme da gar nicht aus dem Staunen wieder raus. Man sieht sogar so über Wasser manchmal die Flosse, wenn er dann so ein bisschen höher schwimmt. Es ist leider aktuell noch so, dass der den Mosasaurus ersetzt und keine neue Spezies ist. Aber das wird, sobald das für Jurassic World Evolution 2 raus ist, dass man da neue Spezies einfügen kann, wird er dann auch noch hinzugefügt, hatte der Modder in die Beschreibung geschrieben. Das wäre dann auch cool. Oh, jetzt sieht man das perfekt. Diese Flosse. Jetzt guckt sie raus. Wie bei so einem Hai, so muss es sein. Skintechnisch gibt es leider aktuell nur diesen Skin. Ich hätte mir gern noch so einen etwas graueren gewünscht. So wie bei dem weißen Hai. Den haben wir, glaube ich, auch noch installiert. Oh, die schwimmen ja schon alle an der Oberfläche, sehe ich gerade. Ah, der hier lebt noch. Also so in dieser Farbe hätte ich mir auch noch gerne einen Skin gewünscht. Na, vielleicht kommt das ja auch noch. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich das Model liebe. Und der wirkt gerade sogar ein bisschen kleiner, als er dann ist. Weil ihr werdet den gleich mal im Vergleich sehen, neben so einem anderen Unterwasserlebewesen. Der ist wirklich riesig. So wie der Megalo dann halt sein sollte. Diese Schwimmbewegungen sehen halt wirklich richtig gut aus. Oh, ich glaube, jetzt geht's zum Haifi da. Den kann er logischerweise auch benutzen, weil er ja für den Moser ins Spiel kommt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, Kamera. Oh, sorry, da bin ich nicht so gut hinterhergekommen mit der Kamera. Ja, das ist schon krass, ne? Wie gut das alles aussieht. Er bewegt auch den Mund richtig gut. Also ich kann hier wirklich fast nichts Negatives anmerken. Ist halt nur schade, dass man keine Skin-Auswahl hat. Das wäre noch so eine Sache, die noch cooler wäre. Und natürlich, wenn er dann als eigene Spezies kommen würde. Oh, jetzt seht ihr den Größenvergleich perfekt. Schaut euch das mal an. Also der weiße Hai hat ungefähr die Größe von dem Ichthi, von diesem delfinartigen Urzeitlebewesen. Und der ist halt viel größer, der Megalodon. Das ist so krass. Ich glaube, die Zähne können wir uns auch mal eben einmal angucken, wenn wir da jetzt gut rankommen. Der hat auch viele Zahnreihen hier, wie es auch sein sollte. Die Kiemen sind auch richtig gut. Sind sogar so richtig offen und alles. Das ist so gut gemacht. Wie das aussieht. Das ist so unfassbar cool, einen Megalodon hier in JW2 zu haben. So, jetzt das Ganze nochmal in Ruhe von außen. Dann haben wir auch keine Probleme mit der Kamera. Der sollte eigentlich gleich kommen. Wird hoffentlich nicht mehr zu lange dauern. Das sah richtig cool aus. Oh mein Gott. Er hat natürlich so ein bisschen daneben gebissen. Aber das liegt nicht an der Mod. Das macht der Moser tatsächlich auch. Was noch ein bisschen schade ist. Aber finde ich jetzt nicht so mega schlimm. Ich habe das jetzt mal pausiert, dann können wir uns mal den Hai noch mal ein bisschen genauer angucken. Jetzt hat er nämlich hier richtig schön das Maul auch mal offen. Dann seht ihr die ganzen Zahnreihen da drin. Also das Model ist wirklich so gut gemacht. Wie cool das aussieht. Guck mal noch ein bisschen vor. Schauen wir uns das jetzt alles ganz genau an, weil ich das so cool finde. Ja, das sieht so nice alles aus. Hammer. Oh, wie weit der sein Maul aufmachen kann.
Oh mein Gott. Der kann ihn halt easy im Ganzen schlucken, ne? So einen weißen Hai. Und ihr müsst halt überlegen, so ein großer weißer Hai, der ist ja nicht umsonst großer weißer Hai, ist halt schon wirklich riesig. Ich weiß gar nicht, wie lang die so werden können. 6, 7 Meter oder sowas? Vielleicht auch länger. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber dann seht ihr einfach das Ausmaß, wie groß dieser Megalodon ist. Das ist echt insane. Der beißt ihn halt einfach easy durch und schwimmt dann davon. Oh, ich habe gerade noch Stopp gedrückt. Das war fast zu spät. Der Megalodon snackt sich hier gerade in Plesio. Und den schluckt er einfach easy im Ganzen. Ey, krass, ne? Das ist so cool. Ich finde das so beeindruckend, dass jede Animation so gut aussieht. Es könnte halt original so aus dem Spiel sein, der Megalodon. Da haben die Modder oder der Modder wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Das Bild ist jetzt gerade nochmal perfekt für einen Größenvergleich. Hier habt ihr den Megalodon und hier den Tylosaurus direkt daneben. Der Tylo ist ja schon fast so groß wie der Mosasaurus. Also von der Länge her ist der Tylo vielleicht noch einen kleinen Ticken länger als der Megalodon, aber ja, vom Körperbau ist natürlich der Megalodon um einiges korpulenter. Die kreisen sich hier auch gerade voll. Ich hoffe, die greifen sich gleich auch nochmal an, das würde ich gerne sehen. Das wäre nochmal so ein schönes Finale. Ja, erstmal gönnt sich der Megalodon nochmal einen kleinen Snack, nämlich einen Plesio. Mit einem Haps ist der im Mund. Ganz easy. Oh, jetzt passiert hier was. Ich konnte wieder gerade so noch stoppen. War gerade schön am Vorspulen. Der Tylosaurus und der Megalodon treffen jetzt hier aufeinander. Boah. Da hat er aber ordentlich reingebissen in die Seite. Aber der Tylo scheint noch am Leben zu sein. Also das war noch nicht der finale Schlag. Oh, und nochmal ein heftiger Biss in die Seite. Und ihr seht, der Megalodon kann tatsächlich einen Tylosaurus erlegen. Das ist echt heftig. Und ich muss echt sagen, diese Mod beeindruckt mich so sehr, dass sie so gut funktioniert. Jede Bewegung, jede Animation sieht wirklich mega perfekt aus. Das ist echt cool. Und ich denke auch, das reicht jetzt als kleine Vorstellung von dem Megalodon. Ich bin wirklich geflasht. Die Mod ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Von LA Studios oder so ist es, glaube ich. Aber schaut am besten nochmal nach, nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.